Reden drin. Jetzt bekommt der Po auf die Fresse und dann bedankt er sich noch bei mir. Ja, wieso nicht, ne? Wieso nicht? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3. So, in der letzten Folge, da haben wir so eine Quest abgeschlossen, wo es angeblich gespukt haben soll. Ja, hat es aber nicht, denn ja, unterm Haus, da war so ein Golem gefallen, so ein gefangen, so ein Steingolem. Ja, den haben wir dann befreit und auch kalt gemacht. Ja, und als nächstes sollen wir hier irgendwo in den Docks, ja, mit so einem Typen, so einem Lieferanten treffen und den sollen wir halt befragen. Ich weiß nicht. Das machen wir einfach mal. Ist das hier der Typ? Ich bin hier. Wunderbar. Wollen wir? Ja, gehen wir. Ich weiß aber nicht was. Weiß ich gar nicht. Machen wir einfach. Geh voraus. Wunderbar. Komm. Na dann. Von Schwertern und Knödeln. Hilf Hattori, ein Handel mit seinen Lieferanten abzuschließen. Der Mann vom Bettlerkönig. Man nennt ihn Blechbursche. Was weißt du über ihn? Nicht viel. Wird schnell wütend, also Vorsicht. Wir brauchen ihn dringender als er uns. Na dann wollen wir ihn nicht wütend machen, ne? Hallo, da sind wir schon. Ah, geht einfach auf, ohne Passwort. Rein zu, ne? Ah, da ist doch der Typ. Du solltest alleine kommen, Elf. Wer ist das? Ein besorgter Freund. Oh, na, also pass auf. Der Boss mag mit Hacker zerstritten sein, aber vor allem muss die Kasse stimmen. Unser Angebot ist nicht verhandelbar. Überrasch uns. Zuverlässiger Eisennachschub gegen die Hälfte der Einnahmen. Okay, verhandeln wir? Bist du irre? Na gut. Ja. 25. Wer bist du, dem Bettlerkönig irgendwelche Vorschriften zu machen? 35. Tiefer gehen wir nicht. Okay, komm. Gut, wir nehmen das Angebot an. Aber vielleicht sollten wir... Du solltest nach Hause gehen, Elf. Einverstanden. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Oh, Blechbursche, du hast dir den Verstand weggesoffen. Das hier ist Hackers Territorium, du Schwanzhobler. Verdammt, wer ist das jetzt? Na, dann wollen wir dem angreifen. Neuigkeiten verbreiten. Und hier sowieso noch ein paar Partien. Ja, wir greifen an. Was sonst? Da war doch noch einer. Da. So, wo ist mein Feuerzauber? Da. Bitteschön. Er schafft ihr leider nicht. Oder vielleicht doch. Die hauen ganz schön zu. So, einer noch. Bitteschön. Warum schnell? Die sind alle tot. So. Geht doch. Dann kommen wir dem Überfall. Ja, wieso denn? Sind alle tot. Meine Güte. Stell dich nicht so an. Ja, komm, dann wollen wir mal entkommen hier. Scheiße. Ja. Vorsicht. Vielleicht sind mir nach. Ja, mir nach, meinte ich doch. Komme. Und jetzt? Ja, wo sollen wir denn hin? Götter Scheiße. Ist doch nix. Oder werden wir vielleicht nochmal angegriffen? Gut. Ich hoffe bloß, dass sich das hier noch lohnt. Also, können wir uns auf die Lieferungen verlassen? Für wen hältst du mich? Habe ich euch nicht mein Wort gegeben? Aber ich würde an eurer Stelle Wachen anheuern. Bei Hacker kann man nie wissen. Ja, die kommen wieder. Habt ihr Männer für uns? Ja. Meinst du, die kommen zurück? Ein paar von Hackers Scheißern sind entkommen. Der Bastard weiß sicher schon alles. Ich kann keine Männer entbehren und nicht für eure Sicherheit garantieren.
Ihr solltet eine Weile untertauchen. Danke, Blechbursche. Irgendwann einigen sich die Bosse. Dann habt ihr Ruhe. Ihr müsst nur bis dahin überleben. Was jetzt? Wir plaudern und dein Partner ist auf und davon. Verdammt. Hey, warte! Viel Glück! Tja, wollt ihr uns verarschen oder was? Hattori, warte! Mit Hattori in seiner... Was ist hier? Knödelfarm? Was ist das denn hier? Predigt eines besorgten Bürgers. Das hatten wir doch schon ein paar Millionen Mal. Ja, bla bla bla. Ein besorgter Bürger. So, wo ist denn der Typ? Ups, tut mir leid. Ich wollte hier nicht auf den Rücken steigen. Das ist doch hier in der Nähe. Okay. Da rechts. Wo ist denn hier der Eingang? Hier? Hier rein? Klopfen. Hattori, bist du da drin? Mach auf! Oh nein! Lass mich in Ruhe! Sei nicht albern, lass mich rein. Nein, niemals. Ich bleib bis mir den Werner hier drin. Vergib mir, Geralt, aber das war ein Fehler. Mit Banditen verhandeln, Abmachungen treffen. Zu spät. Der Bettlerkönig besorgt dir Rohstoffe und dann? Du wirst ihn bezahlen müssen. Was habe ich getan? Geralt, du musst mir helfen. Muss ich nicht. Ich bin ein Hexer, keine Leibwache. Genau. Du musst mir eine Leibwache besorgen. Geralt, ich bitte dich. Die bringen mich um. Ja. Hast du jemand Bestimmten im Sinn? Es gibt einen Söldner, Sukros, der auf dem Stör trinkt. Ein alter Pirat, ein Skelliger. Hat mal für mich gearbeitet. Riesig wie eine Eiche. Würde sich vor einem Dutzend Hackern nicht fürchten. Kannst du nicht selber mit ihm reden? Wir sind nicht sehr harmonisch auseinandergegangen. Will sagen, er wollte einen Bonus und ich... Du hast keinen rausgerückt. Na toll. Und jetzt? Soll ich deine Schulden zahlen? Du findest bestimmt eine Möglichkeit, ihn umzustimmen. Geralt, bitte lass mich nicht so hängen. Boah, ich kann nicht die Drecksarbeit machen hier. Ah, muss ich anscheinend. Wo ist das denn? Da oben? Ja. Ja, immer müssen wir den Leuten helfen. Der bezahlt mich bestimmt nicht. Der hat doch gar kein Geld. Eine Schlangenzunge habe ich auch. So. Hier geradeaus. Ich hoffe, der bezahlt mich auch anständig oder irgendwas Besonderes bekomme ich vielleicht. Oh, wir greifen da an. So, hier hin. Da sind wir ja schon. Da sind auch Banditen oder was ist da? Level 1. Und tschüss. Ich wollte nur helfen. Ich wollte euch nicht angreifen. Ich sollte wohl eingreifen. Was zum Henker machst du denn? Unser Gespräch war noch nicht beendet. Das nennst du ein Gespräch? Geht dich ein Scheißdreck an. Brauchst du eins aufs Maul oder wie? Damit wir uns verstehen. Wenn du verlierst, na komm her. Kannst du nicht behaupten, dass dann bekommst du ein paar aufs Maul. Erstens verliere ich nicht gegen dich. Ich bestimmt nicht, ne? Und tschüss. Mann, bist du schwach. Tut mir leid, du wolltest es so. Ich bin Geralt. Sukros. Gut gemacht, Kumpel. Ein Bierchen zur Beruhigung? Komm, wir reden drin. Jetzt bekommt der Paar auf die Fresse und dann bedankt er sich noch bei mir. Ja, wieso nicht, ne? Wieso nicht? Was bringt dich her, Geralt? Ich suche eine Leibwache. Interessiert? Warum nicht, wenn's was zu verdienen gibt? Naja, noch nicht. Dann soll das ein Tauschhandel werden. Gefallen gegen Gefallen? Ich bring dich um, Hattori. Ja, schätze schon. Woran dachtest du?
Mein Schwager schuldet mir Geld. Hol es zurück, dann können wir reden. Verdammt. Na gut, wo finde ich ihn? Bei den Docks in der Nähe. Weißt du was? Das Geld ist mir egal. Wenn du es nicht wiederkriegst, stört's mich nicht. Was soll ich dann machen? Seinen Medvorrat zerstören. Den habe ich von Arn Skellig mitgebracht. Ist denn das vernünftig? Nein, aber gerecht. Na dann, berede den Kaufmann aufs Killige. Oder zerstöre seine Güte. Keine Ahnung, versuchen wir einfach mal. So, dann müssen wir wohl wieder zurück. Wo ist denn hier der Ausgang? Eine Etage hoch. Ja, und so. Hier. Ach, kein Becher schmeckt besser als der erste zurück im Hafen. Ja, dann müssen wir wohl wieder zurück zu den Docks. Wir sind doch bei den Docks, oder nicht? Ja, wir sind bei den Docks. Und da muss ja irgendwo hier sein, der Typ. So, schauen wir mal. Was schreien die denn da rum? Was ist denn jetzt wieder passiert? So, wo seid ihr denn? Oder wo bist du, besser gesagt? Irgendwo hier unten? Oder das sind die Güter, oder nicht? Warum erst Hallo, ich bin der Schuldeneintreiber von Herrn Sucrus. Ich soll... Herrn? Meinst wohl des Wildschweins? Mit Bauern und Analphabeten habe ich nichts zu tun. Sag ihm, ich bezahle ihn, sobald auf skellige Palmen wachsen. Okay, oh, ich kann ihn nicht überreden. Mist. Hast du ein Problem mit Sucrus? Und ob? Met. Met soll ich importieren. Was für eine blöde Geschäftsidee. Die Importzölle. Beim bloßen Gedanken daran schrumpeln mir die Eier. Ich habe dem Mistkerl die vereinbarte Summe minus die Hälfte der Zollgebühren gezahlt. Und eher wachsen Palmen auf skellige... Ja, ich weiß. Ja. Dafür habe ich keine Zeit. Bis dann. Gut, das geht nicht. Dann muss ich wohl seine Güter zerstören. Wo sind die denn? Die hier. Und wie mache ich das? Oh, jetzt greifen die mich an. Ich hab schon gedacht, so leicht wird das doch bestimmt nicht. Was machen die denn da? Oh, die verbissen sich hier alle. Was ist los? Er ist verrückt geworden. Okay. Lauft! Was ist mit dem los hier? Was hat der denn an? Naja, das ging ja schnell. So, dann wollen wir mal wieder zurück. Und jetzt kann der Typ uns vielleicht helfen. Ich habe ja die Güter zerstört. Aber irgendwie haben die mich angegriffen und ich habe gegen die Wand geschlagen und auf einmal stand da Problem gelöst. Auf komischer Weise. So. Wo war denn hier nochmal der Eingang? Hier? Ja, hier nicht. Hier. Irgendwo hier. So, und eine Etage runter war das doch. Hier lang. Und irgendwo hier war er doch. Da. Hallo. Ei, ei, Geralt. Wie geht's denn so? So viel zu der Lieferung. Tatsächlich? Gut gemacht, Mann. Wen soll ich umhauen? Du sollst nur jemanden im Auge behalten. Dieser Schwertschmied. Offenbar kennt ihr euch. Aper Hattori? Der Elf? Der hat mal versucht, mich bei Äxten zu bescheißen, der Sack. Du arbeitest für ihn? Könnte man sagen. Wir versuchen, das Schwertschmiedemonopol in Novigrad aufzubrechen. Oh, ein edler Zweck. Tja, wenn du für ihn einstehst, warum nicht? Ich hole ein paar Jungs, dann können wir los. Na dann. So, dann kann ich ihm sagen, dass das Problem... Nee, kehre zu Hitori zurück. Ja, wenn der Typ noch lebt. Das wäre ja noch ein Wunder, wenn der Typ noch lebt und noch nicht angegriffen wurde. Naja. Dann wollen wir mal kurz zu Hitori zurück und mal schauen, was passiert. So, da sind wir schon. Wo war das? Das war hier. Genau. Oh, ist hier offen hier. Wo ist der Typ denn? Ah, da. Grüß dich, Hattori. Sucrus hat dich schon gefunden, wie ich sehe. Seid ihr euch einig geworden?
Ja, Geralt. Ich musste ihm ein paar Äxte zu Großhandelspreisen lassen, aber das habe ich gerne gemacht. Danke. Gut. Nimmst du endlich wieder Schwertbestellungen entgegen? Leider nicht. Mir fehlen ein paar Rohstoffe. Lass mich raten. Auf die hat Ernst van Horn auch ein Monopol. Genau. Er hat sie billig Schwertschmieden abgekauft, die aus dem Geschäft ausgestiegen sind. Jetzt hortet er sie wie ein Eichhörnchen. Aber wenn du... Nein, damit wärst du nie einverstanden. Womit einverstanden? Ich weiß zufällig, wo van Horn seinen Schatz hortet. Es ist mehr, als er selbst je verbrauchen könnte. Wir könnten etwas leihen. Leihen oder klauen? In was verwickelst du mich da? Leihen? Stehlen wohl eher. Es ist kein Verbrechen, einen Dieb zu bestehlen. Nein? Was denn? Ausgleichende Gerechtigkeit? Wie habe ich mich da reinziehen lassen? Und warum? Ganz einfach. Wegen der besten Schwerter, die du je gesehen hast. Rüstungen, Triboke, Katapulte. Na schön, na schön. Angenommen, ich bin einverstanden. Was ist dein Plan? Van Horn hat sein Lagerhaus bei den Docks. Die Rohstoffe, die ich brauche, sind sehr schwer. Sucrose soll seine Jungs mitnehmen. Und eins noch. Die Kisten, die ich brauche, riechen nach Ammoniak. Was ist das für ein Typ, Alter? Wir machen ja alles für den hier. Klauen, bestechen Leute. So. Und Sucrose und seine Männer. Ja, wo sind die denn? Ah, da ist er hier. Da. Wir sind Könige. Hallo. Oh, Geralt. Wie steht's denn? Hattori hat einen Auftrag für uns. Super. Ich fing gerade an, mich zu langweilen. Wir sollen ein paar Kisten aus Ernst van Horns Lagerhaus leihen. Sie riechen nach Ammoniak. Hm. Leihen. Ich weiß, wo van Horn seine Güter lagert. Ich werde mich mal mit den Jungs dort umsehen. Treffen wir uns beim Stör. Gut. Wann? Wenn es dunkel ist, natürlich. Bis dann. So. Och man, wieso kann ich nicht da hin? Direkt. Ja, dann warten wir mal, bis es dunkel wird. Und ja, wir sehen uns dann gleich. So, ich habe mal kurz meditiert. Und ja, wir sind eigentlich schon da. Ah, da ist er ja auch. So, wir wissen jetzt das Wichtigste. Nur eine Wache beim Eingang. Um die kümmere ich mich. Dachte ich mir. Meine Nase ist nicht die beste. Ich finde die richtigen Kisten nicht. Du musst sie mit Kreide markieren. Wir besorgen inzwischen einen Karren. Gut, und wenn ich fertig bin, was dann? Dann verlässt du das Lagerhaus und wir gehen rein. Okay. Und wo war denn die Wache? Gib dich suchst du was? In Ernst van Horns Lagerhaus. Wo sind denn die Wachen? Da. Was zur Hölle? Du bist es. Ich erkenne dich. Herr Zwerg, das ist der verlogene Dieb, von dem ich erzählt habe. Verfolgst du mich, du Halunke? So ein Schwachsinn. Ich kenne ihn. Das ist der Hexer Geralt. Wie geht's denn, Meister Hexer? Ein Hexer? Dann ergibt alles Sinn. Herr Zwerg, hör nicht auf ihn. Der Bastard verflucht uns sonst. Hast du den Kopf mit einem Troll getauscht? Jarpen Sigrins Freunde sind doch meine Freunde. Jetzt schwirre ab, bevor ich die Beherrschung verliere. Sofort. Ja, da hast du wieder was gelernt, ne? Wie läuft's denn, Meister Hexer? Suchst du in van Horns Lagerhaus was Bestimmtes? Ja. Viele Grüße von Japen Zigrin. Bei Rundurin, klau bloß nicht alles. Und schnell, greif zu, solange ich auf dem Klo bin. Tja. Solange die Schwarzen die Freischärler durch die Kettwener Wälder... Na dann. Wo sind die Handwerksrohstoffe? Klau ja nicht alles, meinte der. Ich nehme einfach mit alles. Ja, so ein bisschen für 200. Ich muss mir das Geld ja irgendwie zurückbesorgen. Geh nicht. Kein Gestank. Das muss doch irgendwo hier sein. Moment mal. Da ist was Rotes. Muss richtig sein. Einmal? Ah, da. Zweimal und dreimal habe ich schon gefunden. Zweimal. Stinkt nach Ammoniak. Und dreimal ist da hinten. Tada. Das wär's. Dann gebe ich mal Bescheid.
Schnell raus hier. Bevor er aus dem Klo zurück ist. Haha. Hast du eine Ahnung, wessen Lagerhaus das ist, du Ziegenficker? Och, Geralt. Das ist der Typ, den Hattori erwähnt hat, der es mit Hacker treibt oder so ähnlich. Sucrus, was machst du hier? Mit dem Zauberer? Oh, ich verstehe. Das ist ein gigantischer Scherz von dir. Hat dich Hattori hergeschickt? Dieser beschissene Anderling wird noch bereuen, dass seine Mutter ihn nicht mit der Nabelschnur erwürgt hat. Aber zuerst werfen wir euch den Krabben vor. Hände weg von meinem Schwager. Wenn den einer verdrischt, dann ich, kapiert? Bruder, lass uns mit diesen scheiß Nordlingen den Boden aufwischen. Los, Geralt, auf sie! Ja. Gib's ihnen, Sucrus. Tür, sech! Ja, wo bin ich da reingeraten? Ne? Kann ich ja nichts anderes machen. Ich brauche ja gute Schwerter. So. Wir haben doch eh keine Chance hier. 2 gegen 100. Warum erst morgen? Mit diesem Kämpfer könnten wir ganz Nilfgaard erobern. Sucrus, vergib mir. Ich liebe dich wie einen Bruder, du räudiges Sackgesicht. Frieden? Klar, Frieden. Was bringt denn die Streiterei? Welcher Dracker hat mich denn da getroffen? Ich will die Versöhnung nicht stören, aber was machen wir mit Van Horn? Wir bringen ihn nach Skellige, bevor er zu sich kommt. Er wird dir keinen Ärger mehr machen. Und vielleicht wagen wir ein neues Unternehmen? Aber zuerst müssen wir Hattori diese Kisten bringen. Stimmt. Ich sollte auch mal bei ihm vorbeischauen. Na dann. Ja, dann sprech mal kurz mit dem. So, da sind wir. Grüß dich, Apeir. Geralt, du bist zurück. Gesund und munter. Genau. Geht es dir gut? Es ging mir nie besser. Als Van Horn endlich weg war, hat Hacker das Interesse an Schwertschmieden verloren. Ich kann wieder Schwerter herstellen, ohne fürchten zu müssen, dass meine Werkstatt in Flammen aufgeht. Bin froh, das zu hören. Und ich erst. Sucrus brauche ich nicht mehr und kann all meine Zeit meiner wahren Leidenschaft widmen. Ich danke dir, Hexer. Gut. Ich, ja. Kannst du mir jetzt etwas Außergewöhnliches anfertigen? Natürlich. Wie vereinbart. Gib mir ein paar Tage. Dann komm dein neues Schwert abholen. Oh cool. Machen wir mal schnell. So, ist das Schwert fertig? Grüß dich, Apeir. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Ist mein Schwert schon fertig? Ja, sieh nur. Ein Schwert, das alle anderen überstrahlt. Na, die Wartezeit hat sich ja gelohnt. Danke, Apeir. Ich habe zu danken. Für alles. Gut, dann zeig mal kurz. Scherbenschwert. Ist das denn so gut? Mit der Sacht, oder? Was ist das denn? Silbersteiner-Schwert. Da, 188, 230. Naja. 50% kritischer Treffer. Naja, es geht, ne, es geht. Gut. Okay, Leute, gut, das war's dann erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Almorema. Tschüssi.